Willkommen zurück zu Homemade. Dieses Mal geht es um den kommenden Valentinstag und natürlich um das Thema Herzen. Ich habe mir dazu verschiedene Ideen überlegt, die man sehr gut als kleine Geschenke bzw. auch als Dekoelemente nutzen kann. Ich greife wieder das Thema Gießharz auf, allerdings diesmal ein ganz anderes Gießharz, das zwar ein paar Einschränkungen zu dem vom letzten Mal hat, aber auch ganz viele Vorteile. Für die erste Idee benötige ich Holzherzen. Die sind bereits vorausgeschnitten, aber ihr könnt natürlich das selber auch ausschneiden. Dann benötige ich UV-härtendes Harz. Das ist eben Harz, das unter UV-Einstrahlung fest wird. Und ich benötige eine UV-Lampe. Das ist hier jetzt eine Lampe, wie man es normalerweise für Nageldesign verwendet, aber die eignet sich hervorragend für UV-härtendes Harz. Als nächsten Schritt nehme ich mir eine Unterlage, damit man mit dem Harz nicht zu viel herumpatzt, und ein paar kleine Behältnisse, weil ich möchte ja das Gießharz auch einfärben. Im Unterschied zum Gießharz, das ich euch bei einem anderen Video gezeigt habe, dieses Gießharz muss nicht angerührt werden, das ist gebrauchsfertig, das heißt, hier kommt kein Härter dazu. Für das Einfärben könnt ihr wieder unterschiedliche Acrylfarben verwenden. Ich habe jetzt spezielle Harzfarben zum Einfärben, die gibt es in ganz unterschiedlichen Farben. Beim Einfärben bitte gebt nur ein paar Tropfen hinein, es ist doch sehr intensiv. Die Farben bleiben durchscheinend, das heißt nur dann, wenn ihr ein bisschen Weiß dazu gibt, werden sie opak, ansonsten scheint auch hier bei den Herzen die Farbe durch, also die Farbe vom Holz durch. Ich habe, damit ihr das dann auch seht, ein Herz weiß angestrichen. Dann seht ihr, wie es ausschaut, wenn der Untergrund weiß ist, weil die Farben ja durchscheinend sind. Ich werde jetzt gleich ein bisschen mischen, die Farben, aber es reichen im Normalfall 2-3 Tropfen. Das sind jetzt meine angemischten Farben und als nächsten Schritt kann es schon ans Dekorieren bzw. Bemalen der Herzen gehen. Wichtig jetzt bei diesem Gießharz, ihr habt so lange Zeit, wie ihr benötigt, weil im Gegensatz zum anderen Gießharz, das wird nicht nach einer halben Stunde fest, sondern es wird erst dann fest bzw. härtet aus, wenn ihr es unter das UV-Licht gibt. Ihr könnt jetzt gießen, ihr könnt mit der Spachtel drauf tun, je nachdem wie ihr möchtet, ihr könnt es auch verteilen. Es ist ein bisschen dickflüssiger als das andere Harz, aber ihr seht auch hier, es rinnt zusammen. Das heißt, ich kann jetzt hier eine Form nachziehen, ich kann das Ganze. Ich würde nicht ganz zum Rand gehen, weil es sonst eventuell über den Rand rinnt. Und achtet darauf, dass ihr nicht mehr als 2-3 mm bei einem Durchgang aufträgt, weil es ein bisschen Probleme gibt beim Aushärten dann, weil dieses Gießharz nur für ganz dünne Lagen geeignet ist. Das heißt, wenn ihr dickere Lagen machen möchtet, dann bitte 2-3 Mal zwischendurch aushärten, bevor ihr eine neue Lage drauf tut. Ihr seht, es verrinnt dann ganz schön. Jetzt kann ich natürlich noch ein paar Deko-Elemente drauf tun. Das heißt, ich kann wie wieder hier so kleine Tupfen machen, das wird ein bisschen zerfließen. Und der Vorteil, es wird jetzt nicht, man muss sich nicht wirklich beeilen, weil das Gießharz erst aushärtet, wenn man es unter die UV-Lampe gibt. Ich habe euch dann noch vorbereitet, eines mit dem Hintergrund weiß, weil ihr seht, man sieht natürlich hier ein bisschen die Holzfarbe durch. Es macht einen ziemlichen Unterschied, wenn ich jetzt das Weiß nehme und eine sehr durchscheinende Farbe, wie zum Beispiel das Gelb. Ich mag es ja immer sehr gern, wenn die Farben ineinander fließen. Wie gesagt, lasst zum Rand hin ein bisschen etwas frei, weil es ist dann noch ein
nachrinnt, dass es dann nicht über die Kante geht. Das heißt, ich hätte gesagt, so einen Millimeter, es freizulassen. Ich habe jetzt 5 Beispiele gemacht und ihr seht, ich habe meinen eigenen Ratschlag nicht befolgt und ein bisschen zu viel drauf getan. Es ist jetzt hier auf der Seite runtergeronnen. Das macht aber nichts, wenn es unter die UV-Lampe kommt und dann auch härtet. Das kann man einfach wegschleifen. Ja, und was jetzt noch fehlt, das kommt jetzt noch unter die UV-Lampe. Das braucht jetzt 2-3 Minuten. Ihr könnt zwischendurch oder nach einer Minute kontrollieren. Man kann aber nichts verkehrt machen. Das heißt, selbst wenn es um eine Minute länger ist, das macht auch nichts. Die sind jetzt schon trocken. Das heißt, man könnte sie an und für sich so lassen. Mir sind die Effekte ein bisschen zu schwach ausgefallen, das heißt, ich werde jetzt noch eine zweite, eventuell eine dritte Schicht an Harz drauf tun, vielleicht auch ein bisschen Glitter, um die Effekte ein bisschen zu verstärken. Ja, und so sehen sie jetzt aus. Die zweite Idee, das sind diese Anhänger. Die werden auch mit Harz gefüllt. Die kann ich als Anhänger für eine Kette oder einen Schlüsselbund haben. Das Prinzip ist prinzipiell genau das gleiche wie vorher. Allerdings brauche ich ein Tape, weil die Unterseite ja offen ist, damit das Harz nicht davonläuft. Übrigens in Bezug auf das UV-Licht, es geht nicht mit Sonnenlicht, ihr braucht wirklich dafür eine UV-Lampe. Wenn man möchte, kann man dann auch noch Glitter drauf tun. Mir geht es immer so, dass wenn ich Glitter verwende, es meistens überall ist. Ja, ihr seht jetzt hier die fertigen Anhänge. Ich habe ein bisschen Glitter noch reingegeben, weiß allerdings nicht, wie gut man das bei der Kamera sieht, aber mit dem freien Auge ist es ganz gut erkennbar. Für die letzte Idee werden wir diese Herzen in Gießharz einbetten. Dafür habe ich mit Gips und Wasser hier Herzen gegossen, die sind jetzt schon getrocknet und ich brauche dafür noch diese Silikonformen, die werden hier mal mit Harz befüllt, dann kommen die Herzen drauf, dann wird das UV gehärtet und dann kommen noch Farbelemente dazu. Das wird jetzt die Schicht, wo die Herzen eingebettet werden. Bitte achtet drauf beim UV-härteten Harz, dass ihr die Schicht nicht stärker als 3 mm macht, weil es sonst in einem Durchgang nicht gut aushärten kann. Die Oberseite ist jetzt gehärtet.
damit auch die Unterseite, nämlich das Harz, was unter dem Herzen ist, auch gehärtet wird, können wir das einfach einmal umdrehen und nochmal von dieser Seite härten. So, wir haben es jetzt wieder umgedreht und jetzt kann mit den Farben begonnen werden. Ich werde das, glaube ich, einfach nur drüber gießen. Es wird zumeist vom Herz abrinnen, aber vielleicht bleiben ein paar Effekte oben bestehen. Ja, jetzt sind sie fertig. So sehen sie aus. Man kann das jetzt als Bild verwenden, als kleines oder auch als Tischdeko verwenden. Ganz wie man möchte. Das waren jetzt ein paar Ideen für den Valentinstag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie ihr wisst, freue ich mich immer sehr über einen Like oder einen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.